Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 3. Mensch, die letzte Folge, das war doch mal eine kleine Nebenmission und am Ende schmeißen die gleich 4 auf uns auf, die sich so regenerieren können von diesen Necromorphs. Und ich habe ja gesagt, ich wollte die wiederhaben. So, okay, Übersetzer. Ist das jetzt schon? Ach, da wird es uns angezeigt. Das. Zeig's nochmal. Der passt, der passt, der muss abgeändert werden. Okay. Es hat gepasst. Oh, starke Animation. Ein Sucherbot ist schon wieder zurück. Sehr schön. Hab ich mich gerade verjagt, da schließt sich die Tür einfach nur so. Und ich dachte, hier schon wieder. Da krabbelt irgendwas aus irgendwelchen Löchern. Hä? Nach oben? Denen. Wo ist er? Da war noch einer. Da war noch einer, da war noch einer. Oh. Da. Ne, hier. Ne, doch da vorne. Nachladen. Ganz kurz. Oh, das geht sogar. Ha, da lässt er ihn gleiten. Wie gut ist das wirklich? Das ist sensationell gut gemacht. So, B. Wir müssen da runter. Aufnehmen. Ich wollte eigentlich das Maschinengewehr wieder heim. Wo bist du? Warte, 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 warte. Das einmal zwei Männchen. Nur die andere Seite. Der nach unten. Und der, dann müsste es ja passen. Ja, passt. Ja, gut, leider sind die Bilder nicht vollständig ausgemalt. Oder dargestellt. Deaktiviert. Fortschritt wird gespeichert. Sehr gut. Was ist dies? Carl, diese scheibenförmigen Bereiche auf dem Boden laden unsere TK-Kapazität zwar enorm auf, tun aber auch höllisch weh. Was ist mit Stasi? Was soll denn jetzt sein?
machen. Probieren Sie es aus und geben Sie mir Bescheid. Also Stars hat es auch verbessert. Wie bekommen denn da? Irgendwas passt mit der Justierung der Waffe nicht. Ich bin der Meinung. Das passt. Ziel hinzugefügt. Alien-Verbindung aktivieren. Und pack das Standardkram. Was nochmal der Workbench? Noch mal ein bisschen Munition, würde ich sagen. Beziehungsweise Heilung. Jawohl. Schaden plus Clip. Weiß es nicht. Warte mal. Machen wir das lieber bei der hier rein. Bei der oberen. Da war Feuerrate. Ja. Hier, Feuerrate und Schaden plus 2. Aber habe ich die schon drin? Zweimal Schaden plus zweimal Clip. Dann mache ich doch lieber die hier rein. Habe ich ein bisschen mehr drin. Da hätte ich gerne mehr Schaden auf jeden Fall. Plus noch einen Clip. Haben wir da noch was? Nee. Wenn wir nachladen, Schaden. Dann machst du die Feuerrate und Schaden. Ja, wurscht. Gut. Hammer. Mal sehen. 25, nachladen. 30, das ist schon mal sehr gut. Munition noch herstellen. Objekte herstellen. Zack, Munitionsclip. Definitiv. Ja, und Mittel. Sollten wir jetzt eigentlich relativ gut beieinander sein, oder? Ja. Definitiv. Zeig mal allgemein. Ajo, das sieht doch gut aus. Gut. Gehen wir weiter. Da kommt der Fahrstuhl. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite, nicht, dass da einer raushüpft. Okay, passt. Aber der schaut schon mächtig aus hier. Guckt euch das an. Hier die Alienköppe. Whip. Oh, schau dir das an. Stell dir mal vor, die würden jetzt lebendig werden. Wir werden definitiv richtig am Arsch. Was wird irgendwas gehört? Unglaublich, oder? Ich nenne das Promenade. Eine der vielen Verbindungen direkt zum Herzen der Maschine. Ohne den Kodex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute, die Maschine muss geöffnet werden, um Änderungen vornehmen zu können. Ich glaube, die Monolithen auf diesem Plateau bewirken das. Als ich auf dem scheibenförmigen Bereich auf dem Boden stand, erkannte ich, dass ich sie mit meinem Chinesemodul manipulieren kann. Die beiden Hieroglyphen an der Wand hinter mir lassen darauf schließen, dass eine Konfiguration die Maschine öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen ist und sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen sie hierher zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten.
Und wir meinen jetzt erstmal quasi dieses Symbol dehnen. Nur machen wir mal die äußeren. Die äußeren sind so nach außen gebogen. Alles hier ist die Maschine. Heilige Scheiße. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Ich habe gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Codex gibt, dann da. Wir treffen uns dort. Wir sind zwar der Schrauber, wir kennen uns doch gar nicht mit Alien-Technologie aus. Alter, ihr leckes Stargate. Lass grüßen. Männchen nach oben, Männchen nach unten, zwei Männchen nach unten. Speichert, da bin ich ja schon wieder ganz unruhig, ne? Oh, das sind diese Schleicher, die sich so verstecken und hinterrücks angreifen. Das sind sie schon. Nachladen, nachladen, nachladen. Oder das waren diese Kleinkinder, gell?
Superstase. Super aufgeladenen Effekt können wir die Nikolaus-Triebmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt. Danke für den Tipp. Weitergehen. Nachladen, 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 nachladen. Zwei Striche. Müssten zwei sein, gell? Dann einer nach oben. Mal nochmal. Einer nach unten. Boah, ich glaube, im Koop wirst du da richtig zugeschissen mit den ganzen Monstern, oder? Kapitel 18. Töten oder getötet werden. Die Alien-Maschine. Fortschritt wurde gespeichert. Oh, Wahnsinn. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt hier erstmal Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und jo, wir werden sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge von Dead Space 3. Schön. Ciao, macht's gut.